Wolfgang Schattauer, London ist schneller gekommen, als wir geglaubt haben. 4 Jahre nach Peking sind vorbei. Wie groß ist die Nervosität am Weg zu den Paralympischen Spielen? Ja, die Nervosität ist nicht sehr groß, weil ich war schon in London, habe auf dem Kurs trainiert und es wird ein ganz schwieriges Rennen. Du fährst als Titelverteidiger nach London, hast die Goldmedaille in Peking geholt. Wo würdest du dich im Vergleich zur Konkurrenz jetzt sehen? Ist eine Medaille möglich für dich? Ja, eine Medaille ist möglich, aber es wird sehr schwer werden. Also die Konkurrenz ist in den letzten 4 Jahren bedingt durch einige Faktoren, sowohl vom Alter her, als auch von der Professionalität der einzelnen Teams, als auch das Wesentliche, die Änderung der Klassifizierung. Dadurch ist die Konkurrenz viel stärker und größer geworden. Es sind nur mehr 3 Athleten dabei, die im Peking mit dabei waren. Und wenn alles klappt, ist sicher, sage ich mal, Bronze möglich. Titelverteidigung wird realistisch gesehen nicht möglich sein. Ja, eine Medaille wäre auch schön, muss ja nicht unbedingt Gold sein. Es sind immerhin Paralympische Spiele, wenn man da dabei ist, das hat dann schon was. Nein, eine Medaille wäre sicher ein Traum und ich habe also 2 Rennen mit Chancen dazu und hoffe, dass ich zumindest eines mitnehmen kann. Deine Vorbereitung hat gestimmt? Ja, also die Vorbereitung hat eigentlich gleich nach der letzten Saison begonnen. Dann viel Ausdauer trainiert über den Winter, war 2 Wochen in Gran Canaria auf Trainingslager und habe dann als Wettkampfvorbereitung bisher 17 Rennen absolviert heuer, war 2-mal in Rom. Den ganzen European Handbike Circuit habe ich auch wieder gewonnen, zum 6. Mal in Folge. Und ich hoffe, dass also bis London die Form weiter, dass ich die Form weiter verbessern kann und gesund bleiben kann, gesund und verletzungsfrei. Wie sieht jetzt dein Fahrplan Richtung London aus? Ja, je nachdem, wie weit die Testfahrten erfolgreich sind, wird dann in den letzten 3 Wochen vor dem Abflug das Training noch einmal erhöht. Und weder auf dem Umfang weniger als von der Intensität. Wir fahren noch ein Rennen in Deutschland am 4. August und dann Saisongeräte zusammenpacken und ab nach London.